Lufia, dir verdanken wir alles. Oh mein Gott, ich kann heute echt nicht lesen. Entschuldigung. Der Himmel über Xenoreville ist wieder normal. Dafür dankt dir auch Vasili. Und genau dieser Vasili erwartet dich dort drin. Er ist stark. Aber auf dem Weg, auf dem du dich jetzt befindest, solltest du keine Probleme haben, ihn zu besiegen. Gib dein Bestes. Jawohl. Und er haut einfach so ab. Und jetzt ist die Arena auch auf. Na, wie sieht es aus auf dem Weg zum Champ Lufia? Es sieht hervorragend aus. Arenaleiter Vasili in Xenoreville ist der Meister der Wasser-Pokémon. Ah ja, eine Wasser-Pokémon-Arena. Oh, da habe ich ja mit Voltenzo eigentlich leichtes Spiel. Und auf dem Weg zu ihm wirst du auf gefrorenem Boden ins Rutschen kommen. Och nee. Tut mir leid, aber mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen. Den Rest des Weges musst du alleine meistern. Och nee, ne? Ach Gott, das ist so ein Rätsel. Okay, und was passiert, wenn ich einbreche? Also bis jetzt sieht es einfach aus. Okay, ich nehme alles zurück. Aber schwer sieht es nicht aus. Das heißt, ich verbaue mich jetzt. Und jetzt habe ich mich verbaut. Scheiße. Ja, fuck. Oh. Es gibt auch ein Untergeschoss, okay. Ich trainiere meine Pokémon zusammen mit Vasili. Ich bin nicht leicht zu nehmen. Das hätte ich jetzt früher wissen müssen. Aber okay, ist auch nicht so schlimm. Dann mache ich die jetzt. Aua, das sind ganz schön viele. Hui. Lombrero, Level 41. Donnerblitz. Müsste normal abziehen. Ja, weiß auch. Vom Typ Pflanze ist, deswegen. Da wurde ich glatt überrollt. Wow! Geben die mir Kohle. Du bist den ganzen Weg hierher gekommen, aber bis zu Vasili dringst du nicht vor, weil du gegen mich verlieren wirst. Nee, das glaube ich wohl eher nicht. Dann ist bestimmt unten die Treppe nach oben wieder. Oh, ein Waldmeer. Level 40, und die ist klar. Donnerblitz. Müsste hoffentlich ausreichen. Jawohl. Wow, jetzt kriege ich aber gute Erfahrungspunkte. Und noch ein Waldmeer. Und ist auch Level 40. Ach, wie toll. Und besiegt mich. Sehr schön. Du bist stark. Ich habe mich durch dein unschuldiges Aussehen täuschen lassen. Tja. Schade, ich dachte, das wäre jetzt ein Doppelkampf. Anmutig über das Eis zu gleiten, ohne die Linie zu berühren. Ein Trainer, der das beherrscht, wird auch in anderen Dingen elegant wirken. So, so, hört, hört, da spricht jemand von Erfahrung. Ui, drei Pokémon. Ein Kanivana. Ja, Donnerblitz. Zweifach Schaden, weil es ja auch leider vom Typ Unlicht ist. Aber dafür ein Volltreffer. Sehr schön. Freut mich. Ein Walmar. Ist auch kein Problem. Level 39. Ja, ja. Und dein letztes Pokémon ist ein... Oh. Tohaido. Hallöchen. Wow. Na, da lohnt sich doch mal ein Donner. Falls ich treffe. Knirscher. Ui. Wow, ja klar, Volltreffer. Aber dafür ein bisschen paralysiert. Komm, Donner. Ah, jetzt geht Donner natürlich so oft daneben. Schlitzer. Oh, 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 oh.
gar nicht. Ja, endlich. Boah, die Animation sieht geil aus, vom Donner. Und Level 47 erreicht. Sehr schön. Ja, scheiße. Muss ich dann nochmal gleich ins Pokémon Center. Entschuldige mich. So, tja. Nee, ich lasse es. Ich spiele mal auf Risiko mit Voltenzo. Wenn ich mit meinem Pokémon zusammen bin, vergeht die Zeit so schnell, dass ich noch nicht mal Ups sagen kann. Ernsthaft? Was machst du denn mit deinem Pokémon? Okay, drei Pokémon. Azurill. Na, ich bin jetzt mal ein bisschen hart. Ein Meryl. Ja. Also Garados packe ich jetzt mit Absicht nicht nach vorne, weil das kommt jetzt nicht gut an bei der Arena, und ein Azumarill. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Cool. Sie hatte alle Entwicklungen jetzt von dieser Gattung. Von Meryl. Azurill, Meryl und Azumarill. Ach, wie toll. Ups. Ja, jetzt hast du genug Zeit gehabt, das Wort zu sagen. Die Pokémon-Arena mit den höchsten Anforderungen in der Höhenregion. Das ist die Arena von Sinnoh-Ville. Und ein Pokémon. Ein Azumarill. Einmal Donnerblitz und du bist Geschichte. Jo. Du kämpfst aber auf einem hohen Niveau. Ja, das tue ich. Boah, viel, viel Trainer kommen jetzt noch, ey. Die Art, die Vasili kämpft. Dieser wunderbare Anblick hat mich dazu inspiriert, Trainer zu werden. Okay. Nur Frauen hier. Auch gut. Golking. Ich hoffe, dass ein Donnerblitz da jetzt auch ausreicht. Aber müsste eigentlich. Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Okay, Voltenzo wird jetzt hier sehr gut trainiert. Du kämpfst mit mehr Anmut als ich. Wow, wow! Gibst du mir Kohle. Ah ja, da, und da unten ist die Treppe. Sehr schön. Ich werde dir beibringen, dass Kämpfe kein Zuckerschlecken sind. Du willst mir das beibringen. Du sagst was, was ich schon seit Anfang von Pokémon schon kenne. Aber okay, ist egal. Ein Goldini. Ja, ein paar Mal kann ich noch Donnerblitz einsetzen. Ich denke mal, das reicht hoffentlich auch für die letzte Trainerin da, die jetzt nach dieser kommt. Und Valmar. Jawohl. Bäh. Gut, dann bist du auch besiegt. Und Voltenzo ist schon gleich Level 48. Oh, du bist stark. Wow, was für eine tolle Feststellung. Ich zeige dir die sublimen Techniken, die ich vom Arenaleiter Vasili gelernt habe. Ah ja, und der Arenaleiter ist männlich. Okay, alles klar. Na, der hat's gut. Ein Liebeskuss. Okay. Donnerblitz. Und müsste besiegt sein. Jawohl. Und Level 48 erreicht. Sehr schön. Bitte verzeih mir, Vasili. Ja. Okay, ich gehe nochmal mich ganz schnell heilen.
So, das biete ich aber jetzt ein bisschen alles weg. Weil wir wollen ja den Arenaleiter jetzt herausfordern. Alles klar. So, jetzt muss ich mich aber ein bisschen konzentrieren. Aber auch ein sehr schönes und vor allem ein sehr interessantes Rätsel, finde ich. Dass man alle Eisblöcke hier aktivieren, also in dem Sinne marschieren muss, um weiterzukommen. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Fehler mache. Da ist schon Vasili. Der wartet schon auf uns. Ich glaube, das war wieder ein Fehler. Jo, war es. Scheiße. Beim letzten scheiter ich immer. Okay. Nochmal in Ruhe angucken. Also die ersten zwei sind ja eigentlich relativ einfach. So. Ah, der Felsen in der Mitte, der stört mich etwas. Ich glaube, jetzt habe ich's. Nicht. Scheiße. Ach, Kacke. Okay. Das letzte Gebiet ist doch ein bisschen schwierig. Wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? Ja, von der... Wenn ich jetzt auf der rechten Seite anfange, dann habe ich so oder so verkackt. Ich muss von der linken Seite zur rechten oben in die Mitte irgendwie hingelangen. Aber wie? Wenn ich das jetzt so mache... Mal gucken, ob... Das... Nee, scheiße. Nein, fuck. Scheiße. Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen knifflig. Aber ich schaff das, ich schaff das. Ich schaff das irgendwie. Oder muss ich doch irgendwie... Ich weiß es nicht. Nee. Nee. Das Doofe ist, ich kann in der Arena nicht rennen. Das ist jetzt das Blöde. Ich muss irgendwie den richtigen Weg finden. Also da muss ich doch irgendwie... Ja, toll. Oh. Oder bleibt die Treppe jetzt so? Das wäre natürlich schön. Aber ich glaube nicht. Nee. Wäre ja zu schön gewesen. Oh. Scheiße. Wie muss man da am cleversten anfangen? Nee, da verbaue ich mich ja schon wieder.
Kacke. Oh Mann. Es muss da irgendwie einen Trick geben. Ja, so ähnlich wie hier irgendwie. Oh Gott. Überlegen. Okay, das sind jetzt ernsthafte Probleme irgendwie. Aber ich krieg das, auch wenn es jetzt wer weiß wie lange dauert. So. Ich krieg das noch irgendwie hin. Überlegen. Wie könnte ich das jetzt am besten machen? Bin ich jetzt... Nee. Nee. Da habe ich mich mal wieder verbaut. Oh, scheiße. Boah, die Felsbrocken, die sind aber auch dämlich platziert, muss ich sagen. Fuck. Okay, ich mach das noch ein, zwei Mal und dann mach ich's mal offscreen. Ist ja langweilig, wenn ihr jetzt, wer weiß wie lange ihr jetzt hier das mit ansehen müsst. Ist ja auch auf Dauer ein bisschen langweilig. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Nee, das ist blöd. Ah, Mann. Okay, einmal versuche ich es noch und dann... Naja, vielleicht finde ich irgendwie im Internet da was, wie da der richtige Weg ist. Und dann zeige ich euch das dann... Hey, das gibt's doch nicht!
Ja, jetzt habe ich mich da schon wieder verbaut. Toll. Wow. Toll. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Okay, ich guck mir das mal. Ich guck mal, ob ich im Internet mal irgendwie so eine kleine Weglösung finde. Bis gleich, mein Lieben.